Der Frosch mit der Maske ist der Chef einer kriminellen Vereinigung, die seit Jahren London terrorisiert. Der erste Rialto Wallace hat bereits zahlreiche der Trademarks zu bieten, die man bis heute mit der Serie verbindet. Fuchsberger als cleverer, charmanter, knallharter Ermittler und Frauenheld und Eddie Arendt als leicht schräger, gestellt sprechender Butler spielen bereits die Charaktere, die sie nur leicht variiert über das komplette kommende Jahrzehnt hinweg immer wieder verkörpern würden. Der ungerührt agierende Inspektor L., gespielt von Siegfried Lowitz, liefert einige nette, trockene Pointe. Frosch und seine Bande sind dabei schon einigermaßen schräge Gestalten und eine Nachtclub-Sängerin zeigt Bein. Mehr Sex dürfte im deutschen Kino der 50er kaum möglich gewesen sein. Ansonsten wirken viele Figuren noch bedeutend weniger farbig gezeichnet als in späteren Filmen der Reihe. Dafür gibt es im Film einen sogar recht passenden Schlager zu hören. Die Inszenierung verrät Bemühen nicht nur um Stimmung, sondern in den Action-Szenen auch um Dynamik. Insgesamt ein recht vielversprechender Einstieg in die Serie, aber noch kein Highlight. Auch deshalb, weil der Film recht viel Leerlauf aufweist und so trotz etlicher wirklich schöner und lohnender Momente, die den Film durchaus sehenswert machen, am Ende länger erscheint, als er tatsächlich ist. Der Verbrecher Henry Charles Lightman soll hingerichtet werden, aber sein betrunkener Henker rettet ihm versehentlich das Leben. 8 Jahre später werden in London wohlhabende Bürger erpresst. Ob da ein Zusammenhang besteht? Fragezeichen. Oder bei die Fische. Der zweite Rialto Wallace haut einen nicht so richtig aus den Socken. Zwar ist der Beginn wunderbar schaurig, zwar setzt Eddie Arendt einige humorige Glanzlichter und hat der Film mit Talia Drummond, gespielt von Renate Ebert, einen recht interessanten weiblichen Charakter auf der Habenseite zu verbuchen. Aber viel mehr Positives gibt es dann aus meiner Sicht eigentlich auch nicht mehr über den Film zu berichten. Jürgen Roland inszenierte diesen Film ohne große Mätzchen, was für mein Empfinden keine so richtig gute Idee war, weil er so den Fokus auf die Geschichte lenkt. Diese ist, wie bei all diesen Filmen, auf abstruse Weise überkomplex, voller vorhersehbarer falscher Fährten und mit einer Auflösung versehen, die im Grunde das absolut Egalste an der Geschichte ist. Wie etwa bei dem Noir-Klassiker Tote schlafen fest oder überhaupt den Geschichten von Raymond Chandler, geht es hier auch bei Wallace nie um den Plot an sich, sondern um das Aufeinandertreffen skurriler Charaktere. Und selbstverständlich geht es auch um visuellen Spökes, um gruselige Schatten, die auf zwielichtig wirkende Gesichter fallen, um eine fast cartoonhafte optische Überzeichnung. Diese Erkenntnis scheint Roland leider nicht gekommen zu sein, was dafür sorgt, dass der Film in weiten Teilen eher dahin plätschert als gut unterhält. Scheckfälscher Clay Shelton erschießt einen Polizisten und wird daraufhin zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung schwört er Rache an all denen, die für seine Verhaftung und Verurteilung verantwortlich waren. Eddie Arendt hat in diesem Film als beim Anblick von Leichen in Ohnmacht fallender Polizeifotograf eine besonders schöne Rolle. Fuchsberger spielt das, was er immer spielt, ist also auch toll. Die Inszenierung ist stimmungsvoll und der ausnahmsweise mal elektronische Soundtrack eine nette Abwechslung zur gewohnten Jazzbegleitung. Dazu kommt eine durchaus bemerkenswerte Ansammlung von fies ausgeleuchteten Gaunergesichtern. Das macht Freude.
Insgesamt macht die Bande des Schreckens einen sehr runden und in sich schlüssigen Eindruck. Für Fans nostalgischer Krimi-Unterhaltung also sehr zu empfehlen, dieser Film. Dem Anwesen des Millionärs Abel Bellamy soll angeblich der Geist des grünen Bogenschützen sein Unwesen treiben. Als ein Besucher dieses Anwesens von einem grünen Pfeil erschossen wird, schaltet sich Scotland Yard ein. Nach einem wunderbar ironischen und selbstreferenziellen Auftakt wird schnell klar, dass auch Jürgen Rolands zweiter Wallace ein wenig daran krankt, dass der Regisseur den Film in weiten Teilen wie einen realistischen Kriminalfilm inszenierte, nicht wie ein irreales Schauermärchen. Gruseliger Nebel, unheimliche Schatten, die sind hier Mangelware. Zwar bietet der Film hier und da nette Bildkompositionen, aber in Summe wirkt die Gestaltung des Films schlicht etwas bieder und trocken. Auch bleiben die Ermittler in diesem Streifen seltsam blass, was sowohl am Skript als auch am ebenso öden wie unsympathischen Klaus-Jürgen Rousseau liegt. Eddie Arendt ist gewohnt charmant, aber sehenswert macht den Film vorrangig der großartige Gerd Fröbe. Seine Wucht und Autorität heben die Qualität dieses Films um mindestens eine Klasse an. Der Mann war einfach eine Naturgewalt. Da kann man dann auch darüber hinwegsehen, dass der titelgebende Bogenschütze sich nie nach mehr als einer Nebensächlichkeit anfühlt. Scotland Yard fischt immer wieder tote Millionäre aus der Themse und es erhärtet sich der Verdacht, dass die Toten Augen von London eine Verbrecherorganisation von Blinden für diese Taten verantwortlich ist. Regisseur Alfred Wohrer inszenierte seinen ersten Wallace-Krimi ausgesprochen einfallsreich. Teils sind es nette Taschenspielertricks, die wir hier sehen. Zum einen wird aus dem Inneren eines Mundes gefilmt oder wir sehen das Gesicht von Klaus Kinski als Reflexion in einer Sonnenbrille. Teils erinnert die Gestaltung an die klassischen Universal-Horrorfilme der 30er und gelegentlich muss man gar an alte Stummfilme von Fritz Lang denken. Kurz und gut, es ist kein Wunder, dass Wohrer nach diesem noch ein Dutzend weiterer Filme der Reihe in Szene setzen sollte. Dieser Film ist Film im reinsten Sinne. Er ist durch und durch ein visuelles Kunstwerk. Am Ende des Jahrzehnts sollte die hier gesponnene Geschichte leicht variiert noch einmal als Der Bucklige von Soho verfilmt werden, ebenfalls von Wohrer. Und auch wenn Der Bucklige für sich betrachtet durchaus Spaß macht, die Detailverliebtheit in der Gestaltung der Szenen, die das Original bietet, die erreicht er in keiner Sekunde. Die Toten Augen von London ist großartig besetzt, präzise durchgetaktet und wie bereits angedeutet ein Augenschmaus. Er ist natürlich alles andere als modern, dieser Film, aber innerhalb seines Genres absolute Referenzklasse.